darf ich, glaube ich, sagen, einiges auf der Agenda heute. Wir werden uns kümmern um technische Innovationen. Also, wie Events, hybride Events in Zeiten von Corona überhaupt durchzuführen sind. Das hat aber nur kurz gedauert. Wir haben dann sofort überlegt, wie können wir unseren Kunden helfen? Wie können wir die Sachen noch retten, die jetzt noch so ein bisschen in der Schwebe stehen? Und wir haben sofort auf virtuell umgestellt, haben dieses Studio hier gebaut, haben von hier aus viele Präsentationen, Talks, Pressekonferenzen durchgeführt. Wir haben als eine der ersten eine virtuelle Hauptversammlung mit der Beiersdorf AG gemacht, bei der Beiersdorf AG. Also wir waren dann schon sehr rührig und haben uns überlegt, wie können wir natürlich weiter Events machen. Genau. Also wir gehen mal in den Eingangsbereich. Was habt ihr da? Mhm. Genau, so wie die Gäste natürlich auch zum Event kommen, wollen wir im Eingangsbereich schon dafür Sorge tragen, dass Menschen, die eine hohe Temperatur haben oder eine höhere Temperatur haben, dass wir die möglichst nicht auf die Eventfläche lassen, sondern vielleicht zur Untersuchung schicken. Mhm. Wir haben hier installiert eine Thermalkamera, wir haben da lange gesucht. Die hängt noch hier mal oben und gegenüber hängt ein sogenannter Schwarzkörper, der strahlt exakt mit 38 Grad Celsius. Und damit können wir gewährleisten, dass sie immer exakt kalibriert ist und wir genau messen. Zur Registrierung. Und wir haben dann hier was vorbereitet. Das blinkt hier auch schon wie wild, ja, weil man es bewegt. Die sind jetzt aktiv. Das sind sogenannte Social Distance Tags. Also die erkennen die Abstände, die messen sich gegenseitig die Abstände und machen Alarm, blinken und vibrieren. Das hat es gerade schon getan. Weil? Ja, genau. Genau, die sind natürlich zu nah dran. Okay. Mhm. Da ist ein bisschen Delay dabei, damit das nicht permanent nervt. Mhm. Das Ganze gibt es entweder als Anhänger oder man kann natürlich auch ein Armband dran machen, idealerweise. Und damit messen wir den Abstand und die ganzen Daten. Wenn Alarm ausgelöst wird, werden auch erfasst über dieses Tool hier. Das ist so ein Mikro-PC, ein sogenannter Controller. Der hängt in jedem Raum, der deckt ungefähr 1000 Quadratmeter ab. Und erfasst die Daten, sammelt die ein und speichert die in der Cloud. Und seit 2009 bist du selbstständig als Markenconsultant und als Projektleiterin für Events aus Köln. Sabine Matthias von Emerald Events, herzlich willkommen. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Sabine, man kann das auch so sagen, oder dein Business ist als Corona kaum auch einigermaßen pulverisiert worden, oder? Auch meins war von einem Tag auf den anderen auf einmal geleert und die Auftragsbücher waren nicht mehr gefüllt. Man kann sagen, innerhalb von einer Woche im Grunde. Das war natürlich wie für alle ein Schock. Die Menschen wollen zusammenkommen, die wollen Networking und das ist ja auch der Teil von Hybrid. Das eine ist die virtuelle Geschichte. Jetzt können viele nicht mehr reisen, dann ist das toll, aber sie wollen eben auch vor Ort sein. Und im Zuge dieser ganzen Recherchen bin ich dann eben gestoßen auf viele Dinge, die vorher gar keine Relevanz hatten. Ja? Handhygiene, gut, man sollte sich die Hände waschen, ne? Aber in der Art und Weise, wie uns das dann erklärt wurde, war das neu. Mindestabstand, ja, war auch so eine Geschichte, die völlig neu war. Mund-Nasen-Schutz, also diese Maskenpflicht, Belüftung, Wegeführung, diese ganzen Themen rund um die Hygiene, das waren völlig neue Aspekte im Eventmanagement. Also vielleicht nicht ganz freiwillig dann, aber doch ganz sicher über die Wochen und Monate hinweg bist du eigentlich zur Hygiene-Expertin geworden, oder? Zumindest habe ich mich wochenlang mit wenig anderem beschäftigt tatsächlich. Ich habe diese Zeit genutzt, wo nichts zu veranstalten war, um mich da wirklich ganz intensiv mit zu beschäftigen und auch einzulesen. Und habe jetzt, also es waren immer so Höhen und Tiefen, dass man sagen kann, so zwischen Verzweiflung und ja, wir schaffen das, ist es letzte Woche dann doch gelungen, eine Genehmigung in der Hand zu halten für 425 Teilnehmer von einem zweitägigen Kongress. Seit der Corona-Krise boomen virtuelle Events und wir haben alle unglaublich viel gelernt in den letzten Monaten. In der Zukunft werden Hybrid-Events die neue große Rolle in der Live-Kommunikation stellen. Das ist eine völlig neue Situation und die würde ich jetzt gerne einmal mit Ihnen beleuchten. Dazu habe ich Ihnen einfach mal Sandra Bergfeld mitgebracht. Sandra ist Leiterin Event eines Hamburger Konzerns. Und wir fliegen jetzt mal ganz schnell, ganz kurz rüber nach Halstenbek, also wieder zu Naemi.
Vielen Dank, Annika. Das waren natürlich sehr spannende Themen, die uns gerade bewegen. Und ich möchte auch unseren nächsten Gast schon direkt hier willkommen heißen, Anna Schnell. Und mein Vortrag heißt Hybrid, Remote und nun, wie die neue normale Arbeit der Zukunft aussehen kann. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich tatsächlich nochmal sagen, lasst uns mal die Perspektive hier ein Stück weit wechseln. Denn wie es aussehen könnte, haben wir von Astrid schon ganz viel gehört. Mein Ansatz ist es, lasst uns nochmal mit dem Warum ein Stück weit auseinandersetzen. Und die bessere Frage wäre hier an der Stelle, was macht eigentlich in der neuen Normalität der Arbeit mehr Sinn? Wenn der Sinn vorhanden ist, entwickeln Menschen allerdings auch mehr Leidenschaft und Begeisterung für ihre Arbeit. Sie sind in der Regel motivierter, sie arbeiten selbstbestimmter und sind gesünder. Und das ist tatsächlich eine Rahmung, die wir als Arbeitgeber, als Unternehmer doch sehr wünschenswert finden. Was würden Sie sagen, gehört grundsätzlich nicht in eine solche Chatroom-Kommunikation? Also wenn wir jetzt die Landingpage von dem heutigen Event uns angucken, klar steht da mein Name, mein Vornamen und auch meine Verwendung, das aber halt ein dienstlicher Bezug. Wenn ich privat chatte, dann gehört weder mein Vorname, noch mein Nachname, noch mein Geburtsdatum und mein Wohnort da rein. Das hat keinen zu interessieren. Wenn ich nachher jemanden kenne in einem Chat und möchte, dass er mich mal privat kontaktiert, anschreibt oder trifft, dann kann man das immer noch extra machen über andere Kommunikationsmöglichkeiten, aber niemals über so einen Chat. Das Internet vergisst nicht, das wissen mittlerweile hoffentlich alle. Dementsprechend werde ich nichts einstellen, was ich in 2 Jahren vielleicht nicht dort haben möchte. Ja, herzlich willkommen zurück zum Impulstag 2020 von Meißner Expo und der Karl Group. Wir haben schon einige spannende Themen hier zusammen durchgekaut und davon gehört. Und jetzt geht es aber erstmal weiter mit Nikolaus Meißner. Ich kann nicht nur in dieser Perspektive hier mit Ihnen sprechen, sondern ich kann auch in dieser Perspektive mit Ihnen sprechen. Und jetzt sieht man einen ganz interessanten Mix. Ich stehe in einem virtuellen Studio gemixt mit unserem Live-Studio und das ist auch eine interessante Möglichkeit, wenn ich hier etwas präsentieren wollte oder auch TV erfahren wäre und mit Ihnen besser sprechen könnte. Ich kann aber auch auf dieser Bühne noch weiter springen und sagen, ich gehe jetzt einfach mal mit dieser Kamera und habe mir einen anderen Hintergrund gebaut. Vom Fünf-Sterne-Haus im Herzen Hamburgs, also vom Grand Elysée, berichtet uns jetzt erstmal der Hoteldirektor André Vedovelli. Und er ist Hoteldirektor und auch Vorstand der Elysée Hotel AG. Wir sehen jetzt einen Einspieler, weil André Vedovelli heute nicht bei uns sein kann. Und natürlich auch ein Einspieler, der auch noch geschnitten wird, kann natürlich ebenso Bestandteil sein eines hybriden Events. Ja, die Situation für uns im Grand Elysée hat sich sehr, sehr schwierig gestaltet. Wir hatten insgesamt 51 Tage das Hotel geschlossen, haben dann am 18. Mai wieder eröffnet. Und die Verunsicherung im Bereich unserer Gäste, logischerweise auch den Agenturen, ist deutlich zu merken. Er hat schon gesagt, wir haben 2 Vertreter hier, weil André Vedovelli gerade nicht da sein kann. Nämlich Linda Pösse, Director Business Development im Grand Elysée und Nils Janssen, Senior Sales Manager. Schön, dass Sie da seid. Ich hätte ja fast gefragt nach dem Einspieler, macht's noch Spaß im Hotel? Macht euch der Job noch Spaß? Es macht immer Spaß, für Leute, für unsere Gäste da zu sein und in dem Sinne dann Gäste auch glücklich machen zu können. Und die Zeiten sind, oder rufen mal nicht dazu auf, dass es noch viel, viel mehr Spaß macht, weil der Job jetzt gerade umso mehr Bedeutung bekommt. Ja, vielen Dank, Annika. Das lässt uns natürlich alle hoffen, dass Veranstaltungen wieder möglich sind. Und ich habe jetzt einen weiteren Gast hier bei uns. Und zwar haben wir Frank Pflugfelder. Herzlich willkommen. Moin. Als Marketing Manager für Kongress beim Hamburg Convention Büro stellt sich dir, Frank, natürlich auch die Frage, braucht es Kongresszentren überhaupt? Wir freuen uns, wenn du uns jetzt ein bisschen mehr zum Thema erzählst. Neue Wege für Kongresse und Venue Management. Danke, Naimi, für die Einführung und ein herzliches Moin auch von meiner Seite hier an die Zuschauer, an die Teilnehmer hier in Halstenbek und in Hamburg auch und natürlich an den Bildschirm, wo auch immer Sie oder ihr uns zuschaut. Mein Name ist Frank Pflugfelder, wie Naimi schon sagte, beim Convention Büro in Hamburg seit knapp 7 Jahren dabei. Und als mir der Titel für meinen heutigen Vortrag gegeben wurde, Neue Wege für Kongresse und Venue Management, braucht es noch Kongresszentren, habe ich überlegt, lasse ich den so stehen. Aber ich dachte, ja, ich lasse ihn mal so stehen, weil da kann man eigentlich ganz gut einsteigen.
Also würden Sie auch sagen, dass Sie dieser Covid-19-Entwicklung auch etwas Positives abgewinnen können? Müssen wir ja ganz am Ende. Richtig? Weil wir... Ja. Aus der Phase der Schockstarre sind wir, glaube ich, größtenteils raus. Ganz, ganz herzlichen Dank, Naemi. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass wir diese privaten Einblicke haben durften und so authentisch dabei sein durften. Herzlichen Dank, ich weiß gar nicht, was ich dem noch hinzufügen soll. Ich wollte nur sagen, Naemi, ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Es war großartig mit dir, das ist sehr, sehr erfrischend gewesen, ganz, ganz klasse. Demnächst gerne wieder und von hier aus schon allerherzlichsten Dank an alle Speaker. Ich finde, wir haben so viel gehört, manches muss auch erst sacken und dann kann man es für sich verarbeiten. Aber das wird schon, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich habe, wie gesagt, für mich das Gefühl, dass wir nicht auf einem destruktiven, sondern auf einem total konstruktiven Weg sind.